alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, dass ihr uns eingeladen habt in eure schöne, sogar wunderschöne Moschee. Allahumma barik. Ihr seid nicht bestechlich, ja? Die schönen Sachen hier. Alhamdulillah. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und euch den vollen Lohn schreiben, auf dass wir am Tage der Auferstehung dieses bei Allah subhanahu wa ta'ala wiederfinden. Liebe Geschwister, in der Tat ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das wir heute sprechen werden. Die Faulheit, der Weg zum Verderben. Aber bevor ich mit dem Vortrag anfange, mache ich ein Geschäft mit euch. Jedes Mal, wenn ich sage Muhammad, dann sagt ihr sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Er ist der Prophet Allahs und nicht irgendeine Person, als dass wir abfällig wal-iyadu billah über ihn reden. Es gibt Leute, wallahi, der sagt Muhammad, aber er macht kein Salawat auf ihn. Welche Liebe hat er denn zu seinem Gesandten Allahs? Möge Allah Azza wa Jal uns wahrhaftige Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geben und uns am Tage der Auferstehung mit ihm und mit Abu Bakr und mit Uthman und mit den Sahaba Ajma'in versammeln, auf dass es uns für ewig gut gehen wird. Allah Azza wa Jal hat die Menschen erschaffen. Walhamdulillah, wir stammen nicht von den Affen. Wenn man manche sieht, wie sie rumlaufen, dann sagt man, ne, wenn ich es nicht genau wüsste, Allahu A'la. Oder wie sie singen. La hawla wa la quwwata illa billah. Wie eine Schlange, die Bauchweh hat. Und das sind die neuen Helden von den Muslimen. Sie gucken Videoclips und sehen eine Frau, die, ich weiß nicht, Prostata-Beschwerden oder sonstiges hat. Und sie tanzt entsprechend. Und das sind die Vorbilder der heutigen Jugend. Wallahi, die besten Vorbilder, die wir haben. Und das sind wahre Helden, ungeschminkte Helden, sind die Sahaba radiallahu anhu. Und sie sind Sterne für uns, so dass wir uns an ihrem Weg orientieren. So dass wir die Religion so praktizieren, wie sie es uns vorgelebt haben. Und wie sehr haben sie die Religion geliebt. Und wie stolz waren sie, Muslime gewesen zu sein. Der einzige Stolz für sie bestand darin, Muslime zu sein. Und der einzige Stolz in dieser Gesellschaft ist, dass du Geld besitzt. Und wie verschieden sind diese Welten, dass der eine Allahs Wohlgefallen erstrebt und der andere erstrebt etwas Niederwertiges, was sowieso für ihn bestimmt wurde. Und ganz gleich, wie oft er hinter dem Geld hinterherrennt, wie oft er hinter der Dunya, hinter diesem diesseitigen Leben hinterherrennt, er wird zum Schluss nur das bekommen, was Allah für ihn bestimmt hat. Allahu Akbar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben einen Vertrag. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Man kanat ad-dunya hamma, ja'ala Allahu faqrahu bayna 'ayni. Derjenige, der diese Dunya als seine Sorge sieht, als sein Hauptziel, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm die Armut zwischen den Augen schreiben. Heißt es jetzt, da steht mit dem Edding Arm? Nein. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er lässt diese Person arm. Selbst wenn er reich ist, hat er das Gefühl, er ist arm. Wallahi. Und so sehen wir die Leute, die haben Geld, die haben Besitz, die haben Macht. Aber sie denken immer, sie wären arm. Allah lässt sie in diesem Zustand. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt weiter in demselbigen Hadith: وَمَا يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Und er kriegt nichts weiter von diesem diesseitigen Leben, außer das, was Allah sowieso für ihn schon bestimmt hat. Allahu Akbar, schaut mal, wie er hinterherläuft. Der Muslim rennt nicht der Dunya hinterher, sondern die Dunya rennt dem Muslim hinterher. Und der Muslim begehrt aber nicht die Dunya, sondern die Akhira. Möge Allah Azza wa Jalla uns unter denen schreiben, die das ewige, zufriedene, glückliche Leben haben mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ashaba. Als Bilal ibn Rabah radiallahu anhu wa arda,
der erste Muadhdhib der islamischen Geschichte, als er am Sterben lag. Seine Frau hat bitterlich geweint und sie war traurig, dass ihr lieber Mann sterben wird. Und er war verheiratet mit der Frau von Abdurrahman ibn Auf, eine wunderschöne Frau. Ein Sklave heiratet eine wunderschöne Frau von Abstammung, vom Geld, von Macht und von Schönheit. Das gibt es nur im Islam. Inna akramakum indallah atqakum. Wahrlich, die am meisten bei Allah subhanahu wa ta'ala geehrtesten sind die Gottesfürchtigen. Lass deinen Nationalstolz. Ich bin Kurde. Ich bin Araber. Ich bin Türke. Und hast du dir das ausgesucht? Als du geboren wurdest, kam ein Engel mit einem Nationalitätenflaggenbuch und hat dir gesagt, was möchtest du? Wallahi, und wir sehen das in der heutigen Zeit. Du sagst zu einem Bruder, und Achi, bist du Muslim? Er sagt, Alhamdulillah, ich bin Türke. Wallahi, entweder haben wir uns nicht verstanden oder ich weiß nicht. Subhanallah, liebe Geschwister, unser Stolz ist nicht in der Nationalität. Schaut mal. Gibt es nicht Araber, die den Glauben verlassen haben? Gibt es nicht Türken, die Ridda gemacht haben, den Glauben verlassen haben? Gibt es nicht Kurden, die sagen, das ist nicht meine Religion? Das ist nicht unser Stolz. Der Stolz ist, dass wir, Alhamdulillah, was alle sind? Muslime. Möge Allah uns nicht anders sterben lassen als Muslime. Denn derjenige, der als Muslim stirbt, er hat von Allah subhanahu wa ta'ala die Garantie, dass er in das Paradies geht. Muslim, Muslim. Und nicht Muslim, ich mache, was ich will. Sondern du bist Muslim, wie Allah Azza wa Jal es dir aufgetragen hat. Wir werden heute über die Faulheit reden, liebe Geschwister. Denn das ist eine Krankheit, die ebenfalls die Muslime getroffen hat. Aber zuvor sage ich euch, was Bilal al-Habashi gesagt hat. Er sagte zu seiner Frau, die viel geweint hat, er sagte, غداً ألقى من الأحباء محمداً وأصحابه. Morgen werde ich meine Lieblinge treffen. Der hat sich gefreut zu sterben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Er liegt im Sterben und während andere sagen, Todesengel, bleib mir entfernt. Ich weiß, was ich getan habe. Ich will endlich Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen und mit seinen Leuten zusammen sein. Das ist alles, was ich möchte. Und wallahi, billahi, tallahi, wenn der einzige Genuss im Paradies wäre, dass du mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen Sahaba wärst, das würde reichen. Keine Paradiesjungfrauen, keine Meerjungfrauen, keine Geflügelfleisch. Wenn dieses die einzige Gnade wäre, wallahi, es würde dir reichen. Warum? Weil du liebst es nichts sehnlicher, als mit den Gesandten Allahs zusammen zu sein. Und das ist unser Stolz. Walhamdulillah. Und ich bezeuge bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich diesen hervorragenden Mann liebe. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er allen Muslimen diese Liebe in ihrem Herzen legt, auf das wir uns alle verstehen. Denn wenn unsere einzige Liebe für Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, dann werden wir nicht mehr auseinandergehen, weil klar ist, es ist nicht wichtig, was ich denke oder was ich fühle oder was ich meine. Es ist wichtig, was hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan. Wenn du diese Art der Befolgung hast, dann wird Allah dich lieben. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, wenn ihr Geschöpfe, die ich erschaffen habe, aus einem Samentropfen, wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala liebt, dann folgt mir. Beweise, dass du Allah subhanahu wa ta'ala liebst. Befolge den, wen? Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lieben wird dich als Allah als ein Ergebnis. Lieben wird dich Allah als Ergebnis dafür, dass du dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt bist. Allah azza wa jal, er hat die Menschen erschaffen, damit sie ihm dienen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُون. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Ich erschaffe sie, das ist meine Bestimmung. Niemand kann mir hier hereinreden. لا يسأل عما يفعل وهم
يسألون. Er wird nicht gefragt, was er tut. Allah subhanahu wa ta'ala. Geh zu deinem Chef in der Firma Siemens und sag ihm, warum machst du das so? Dann sagt er dir, schönes Gespräch, hier ist die Kündigung. Du darfst nicht mit ihm reden. Du hast nichts zu sagen in der Firma. Wir reden aber nicht über einen, der eine kleine Firma besitzt, die man vom Mond nicht mal sieht. Wir reden über jemanden, der das gesamte Universum besitzt. Ihm gehören die Schlüssel zwischen Himmel und Erde. Allah wird nicht gefragt. Er hat die Menschen erschaffen und er hat bestimmt, dass sie ihm dienen müssen. Und wenn sie ihm dienen, dann hat er einen Wohnort für sie bereit, was sich Al-Jannah nennt. Allahumma ja'alna min ahliha. Möge Allah Azza wa Jal uns unter ihren Bewohnern machen. Und schaut mal, subhanallah, wallahi, derjenige, der in das Paradies hereingeht, er hat den vollen Erfolg. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدِخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Und derjenige, der dann in das Paradiesgarten hereingelassen wird, am Tage der Auferstehung, du kriegst dein Buch in deiner rechten Hand, bi'iznillah ta'ala. Und du bist nicht der Verbrecher, der sein Buch, wal'iyadu billah, hinter dem Rücken in die linke Hand bekommt. Und er kann greifen mit seiner rechten Hand, so viel er will. Allah wird ihm sein Buch in die linke Hand geben, weil er ein Verbrecher war. Weil er ein Verbrecher war. يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ كَمَا خَلَقُنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً. An diesem Tag werden wir die Jibal, schaut mal, die Berge, als wären sie Wattestäbchen. Wir werden sie einfach so dahin fliegen lassen. Und wir werden euch so zurückbringen, wie wir euch das erste Mal schon gebracht haben. Allah hat dich erschaffen aus dem Nichts. Wo warst du vor 100 Jahren? Wo? كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. Wie könnt ihr Allah subhanahu wa ta'ala leugnen, wo ihr doch tot wart? Und dann hat er euch lebendig gemacht. Allah hat dir Leben gegeben. Er hat dich erschaffen aus dem Nichts. Schau mal, was du gewesen bist als Ursprung. Spucke. Samentropfen. Ein Produkt des Gelüstes von Mann und Frau, was aus dem Geschlechtsteil herauskommt. Und schau, was Allah aus dir gemacht hat. Einen perfekten Menschen, einen vollständigen Menschen, der in der Lage ist, zu urteilen, ob er Muslim werden will oder nicht. Allahu Akbar. Dafür hat Allah Azza wa Jal dich erschaffen. Denn wenn du deinen Sinn in etwas anderes siehst, so nennt Allah subhanahu wa ta'ala dich niedriger als das Vieh. Ein Vieh isst und trinkt und macht auch Geschlechtsverkehr, bekommt Kinder. Was machst du anders? Schaut mal, subhanallah, und verzeiht mir dieses Beispiel. Aber nehmen wir eine Ratte. Was ist die Ratte schon für ein Tier? Sie streunt auf den Müllhalden herum und sie isst und sie trinkt und sie kriegt Kinder. Soll dich das von der Ratte unterscheiden? Nein, liebe Geschwister, wir beten Allah subhanahu wa ta'ala an. Allah hat uns einen Verstand gegeben, denn Allah hat die Tiere als Tiere erschaffen und die Menschen als Menschen. Und der Mensch soll nicht sein wie das Tier. Und das Tier, subhanallah, er kann nicht sein wie der Mensch, weil er keinen Verstand hat. Aber schaut mal, subhanallah, wie wir unseren Gelüsten folgen, liebe Geschwister. Imam Ibn Qayyim. Und wer kann solche Beispiele prägen, außer dieser große Imam, möge Allah Azza wa Jal ihm ins höchste Paradies bringen. Er gibt uns ein Beispiel. Er sagt uns, schaut mal, der Jäger, er hat einen Jagdhund. Diesen Jagdhund schickt er los. Und der erlegt eine Beute. Der Jagdhund erlegt eine Beute, er greift sie in ihrem Nacken und er zieht die Beute heran und bringt sie zu seinem Herrscher. Subhanallah, der Hund, der keinen Verstand hat, der nur nach seinen Gelüsten trachtet, er verzichtet darauf, die Beute zu essen und bringt sie stattdessen zu seinem Herrn, damit sein Herr mit ihm zufrieden ist. Wie bist du gegenüber den Gelüsten? Lässt du sie auch für deinen Herrn, für Allah Azza wa Jal? Wenn wir unsere Gelüste nicht lassen, liebe Geschwister, wallahi, dann werden wir ins Verderben geraten, liebe Geschwister.
Allah Azza wa Jal, er wird die Menschen auferstehen lassen, nach ihrem Tod. Und er wird ihnen die Abrechnung geben, denn was sollte der Sinn der Abrechnung sein, wenn Allah uns nicht die Wahl gelassen hätte, ob wir Muslime sind oder Kuffar. Allah Azza wa Jal sagt ja, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ. Und sie können nicht wollen, wenn Allah will. Wenn Allah nicht will, das heißt, du hast einen Willen. Du kannst bestimmen, ob du Muslim wirst oder nicht. Du kannst diesen großartigen Weg einschlagen, der dir Stolz und Ehre bringt in deinem Leben. Und wallahi, nichts anderes bringt dir Stolz und Ehre. Oder du kannst, walayyadu billah, unter den Kuffar gehören, die Allah subhanahu wa ta'ala wie eine Viehherde in Jahannam einführen wird. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدَ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدَ. An diesem Tag werden wir die Gottesfürchtigen versammeln wie eine geehrte Gruppe. Als ob Allah dir einen roten Teppich legen will, aber er hat was Besseres für dich als einen Ikea-Teppich. Wallahi, du wirst bei Allah den schönsten Empfang bekommen. Warum? Als Ehre dafür, weil Allah mit dir zufrieden ist. Und wenn Allah mit dir zufrieden ist, dann wird er dich zufrieden machen. Möge Allah uns unter den zufrieden machen. Oder er wird dich, wal'iyadu billah, wie eine Viehherde in Jahannam treiben lassen. Und wie wird eine Viehherde geführt? Habt ihr das mal gesehen? Sie wird gepeitscht, damit sie in eine Richtung geht. Wir haben die Wahl, liebe Geschwister, Muslime oder etwas anderes, was keinen Erfolg hat. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und derjenige, der eine andere Religion erwählt als die Religion des Islam, das war die Religion von allen Propheten. Denn alle Propheten haben sich unterworfen unter den Gesetzen Allahs. Allah bestimmt und du sagst, ich höre und ich gehorche, so ist unsere Beziehung zu Allah. Und wir sind nicht wie das Volk von Bani Israel, die sagen, Sami'na wa asayna. Wir hören, aber wir gehorchen nicht. Ja Allah, wir haben deine Worte gehört, aber es interessiert uns relativ wenig, was du von uns willst. Du hast uns zwar erschaffen und du gibst uns Gnaden über Gnaden, aber wer bist du schon, dass wir dich anrufen? A'udhu billah. لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Wenn ihr dankbar seid, dann will ich euch noch mehr geben. Aber wenn ihr undankbar seid, dann hör, was Allah, dein Herr, dir sagt, dann ist meine Strafe hart. Subhanallah. Ja, wallahi, liebe Geschwister, manche werden dann am Tage der Auferstehung die frohe Botschaft bekommen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden ist. Und sie werden in das Paradiesgarten eingehen. Sie haben viele gute Taten gemacht, für die Allah Azza wa Jal sie belohnt hat, liebe Geschwister. Allah lässt keinen Lohn verloren gehen. Dass du heute hier sitzt und gekommen bist, um Allah subhanahu wa ta'ala zu erwähnen, seine Worte zu hören, Allah wird diesen Lohn wallahi von dir nicht entgehen lassen. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Wahrlich, diejenigen, die Glauben und Gutes tun, Glauben und Gutes tun, Glauben und Gutes tun, wir werden ihren Lohn nicht verloren gehen lassen. Allah hat dir das versprochen und wer ist wahrhaftiger in seinen Versprechen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, sie kommen und sie sehen viele Hasanat, Berge von Hasanat. Wo kommen sie her, ja Allah? Du hast gemacht und viele Leute sind durch dich zum Islam gekommen, weil du fleißig warst. Du hast den und den zum Islam gerufen. Vielleicht hat er nicht sofort gehört, aber später hat er sich gesagt, derjenige, der an mir vorbeigezogen ist, er hat mir doch Worte gesagt, die logisch für mich sind. Also nehme ich den Islam an. Berge von Hasanat, von denen sie sich niemals hätten träumen lassen. Warum? Weil sie nicht faul waren, liebe Geschwister, wie die anderen, die, wal'iyadu billah, keine gute Taten gemacht haben. Aber andere, sie werden das Urteil bekommen, dass sie in das Höllenfeuer geworfen werden. Ihr Verbrechen war, dass sie keine oder nur sehr wenige gute Taten gemacht haben. Liebe Geschwister, wir werden uns heute mit den Muslimen beschäftigen, die nicht ausreichend gute Taten gemacht haben. Allah Azza wa Jal, er hat uns gesagt, wie wir im Leben agieren sollen. Er sagt, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Und beeilt euch, schlaft nicht, beeilt euch zu einem Paradiesgarten, dessen Breite wie Himmel und Erde ist. Wenn die Breite so ist, wie sind die anderen Maße? Allahu A'lam. Wir wissen es nicht. Imam Ahmad überliefert, inshallah, in einer Überlieferung, die Hassan ist, wenn alle Paradiesbewohner in einer Stufe. Und wie viele Stufen hat das Paradies? لا. كم درجة؟ 100. بارك الله فيك. 100. Aber es gibt Ränge dazwischen. 100 Stufen, aber es gibt Ränge dazwischen. Ränge heißt nochmal Position. Wir kommen danach dazu. Schaut mal, subhanallah. Der Prophet Muhammad sallam sagte, wenn alle Paradiesbewohner, alle in einer Stufe des Paradieses getan werden würden, es wäre Platz für sie alle. Allahu Akbar, wie gigantisch ist dieses Paradies. Für alle wäre Platz, liebe Geschwister, in diesem Paradiesgarten. Aber wir werden heute lernen, dass Faulheit eine Methode ist, die sich Shaitan bedient, damit er die Menschen dazu bringt, dass sie ihren Herrn Allah Azza wa Jal nicht richtig anbeten. Und Al-Kassal ist die Faulheit. Und die Gelehrten sagen, das ist eine Art von Faulheit. Du hast die Möglichkeit, etwas zu tun, aber du tust es nicht. Kennt ihr das Gefühl? Ja, wallahi. Wir könnten. Aber, subhanallah, die Faulheit hat uns überfordert. Es gibt viele Taten, die wir für Allah Azza wa Jal tun möchten. Und ihr kennt das sicherlich. Einer, der sagt, subhanallah, letztes Jahr war für die Katz, dieses Jahr werde ich besser machen. Dann schreibt er auf, sein Plan, Sahih al-Bukhari zu studieren. Was kommt zum Schluss raus? Er hat nicht mal den Titel zu Ende gelesen. Sein anderer Plan, er möchte den Koran auswendig lernen. Alhamdulillah, er setzt sich immer gute, hohe Ziele. Aber was danach? Was danach? Zum Schluss kommt raus, er hat vergessen die zwei Surah, die er konnte seit 5 Jahren. Die hat er auch noch vergessen. Also hat er jetzt gar nichts mehr. Dann setzt er sich das Ziel, ich möchte jeden Tag dieses und jenes machen. Zum Schluss sieht er sich, dass er die 500. Folge von King of Shaitan geguckt hat. Subhanallah. Und die Ursache dieser Krankheit ist die Faulheit. Sie ist und entspringt aus dem Herzen. Und es gibt verschiedene Gründe, warum man faul ist, liebe Geschwister. Erstens, eine faule Person, er weiß und begreift nichts von der Notwendigkeit, gute Taten zu sammeln. Schaut mal, wenn ihr sagt, jemand muss Geld sammeln, versteht er das sofort? Er braucht keinen Übersetzer. Und rede mit ihm, auch wenn er Spanier ist. Und du redest mit ihm Deutsch und du sagst ihm, para para, money money, floß, aranib, er versteht. Und er sammelt dieses Geld. Er sammelt das. Er weiß. Er hat ein schönes Gefühl dabei, wenn er dieses Geld sammelt. Aber wo ist dieses Gefühl bei uns? Hasanat zu sammeln. Denn die einzige Währung am Tage der Auferstehung ist Hasanat. Es gibt nichts anderes. Du kannst nicht sagen, ja Allah, ich weiß, ich hatte zu wenig Hasanat, aber es gibt hier noch 425 Euro, die ich dir geben kann. Es gibt kein Lösegeld an diesem Tag, sondern an diesem Tag zählen nur die Hasanat, liebe Geschwister. Deine Absicht ist gut, aber wenn deine Energie fehlt, wallahi, dann wirst du unter Faulheit leiden und es wird dir nicht viel nützen, dass du eine gute Absicht gemacht hast. Denn lasst uns bei dem ersten Grund bleiben, warum man faul ist. Man erkennt nicht die Notwendigkeit, dass man gute Taten machen muss. Schaut mal, subhanallah. Wenn du jetzt hörst, der ist neu zum Islam geworden. Alhamdulillah, wie viele Leute kommen zum Islam? Obwohl ich sie danach nicht mehr sehe. Gibt es eine Insel für Neukonvertierte, wo sie alle auswandern? Ich weiß nicht, wo die Leute hingehen. Aber Alhamdulillah, die werden Muslime. Was machst du in diesem Moment? Gehörst du zu den Ersten, die sich ihm schnappen und sagen, ich möchte dir die Al-Fatiha beibringen. Wenn er die Al-Fatiha, die Sura Al-Fatiha, das Eröffnungskapitel im Koran von dir beigebracht bekommt, jedes Mal, und er muss doch 5-mal am Tag beten, das sind 17 Raka mindestens, muss er die Fatiha rezitieren, jedes Mal, wenn er sie rezitiert, dann steht das in deinem Notebuch.
Warum siehst du diesen Goldberg nicht? Subhanallah. Stattdessen, Achi, 50 Pfandflaschen in der Ecke, bringen Sie mal schnell zu dir, dann gibt Kohle. Was, Kohle? Was ist dir wichtiger? Was ist dir wichtiger in diesem Leben? Subhanallah. Einer, der neu ist, der ist ein unbeschriebenes Blatt. Du bist, Wallahi, er ist deine Kapitalanlage, wenn du verstehst. Oder schaut mal, wir haben Kinder, die sind unsere Kapitalanlage. Wir könnten ihnen alles beibringen, Koran, Sunna, stattdessen. Da gucken sie vom Fernsehen diese Teletubbies, die können nicht mal reden. Was ist das? Subhanallah, deswegen, was willst du in deinem Leben erreichen? Bring doch deinen Kindern etwas bei, die machen Dua für dich später. Und sie sind deine Kapitalanlage. Was stellt ihr euch denn vor? Du bist schon längst tot. Du bist in deinem Grab begraben. Und vielleicht sieht das nicht für dich gut aus. Möge Allah uns vergeben. Wallahi, und dein Kind streckt die Hände. Wallahi. Und manchmal, subhanallah, du willst weinen. Du hast ein Kind, der ist 4 Jahre, er sagt, Abi, ich mach für dich jetzt Dua. Allahu Akbar. Was gibt es Schöneres? Der hat keine Sünden, gar nichts. Obwohl er auch ein paar Sachen klaut im Kaufland. Aber Allah rechnet ihm das nicht an. Aber er war bei Allah. Subhanallah, er ist ein unbeschriebenes Blatt. Er sagt, ja Allah, mach, dass mein Vater ins Paradies kommt. Subhanallah, was für eine wunderschöne Sache. Begehren wir das nicht, liebe Geschwister? Schaut mal, wenn wir nicht gute Taten sammeln, was für ein Ende wir haben. Sogar Abu Huraira radiyallahu anhu arda, als er kurz vor dem Sterben war, er sagte zu seinen Angehörigen, die um ihn waren, beim Todesbett, er sagte, bei Allah, ich weine nicht, weil ich dieser Welt nachtraue. Diese Welt hat bei ihnen nichts. Wallahi bedeutet, Allah azza wa jal hat dieser Welt keinen Wert gegeben. Ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha. Die Dunya ist verflucht bei Allah. Alles in ihr ist verflucht. Illa dhikrullah. Außer das Gedenken Allahs, wa ma wala, und dem, was ihm folgt, oder ein Gelehrter oder ein Schüler des Wissens. Alles andere bei Allah ist verflucht. Willst du etwas Verfluchtes in der Herde? Abu Huraira, radiallahu anhu, er sagte, ich traue dieser Welt nicht nach. Ich bin nicht unglücklich, weil ich diese Welt verlasse. Aber ich habe Angst vor dem Urteil von Allah über mich, ob ich ein Bewohner des Höllenfeuers oder des Paradieses sei. Allahu Akbar, das sagt wer? Abu Huraira, den der Prophet Muhammad s.a.w. was versprochen hat, das Paradies. Schaut mal, er sorgt sich darum, dass er das Paradies bekommt, obwohl er von As-Sadiq, vom Propheten Muhammad s.a.w. dieses Versprechen bekommen hat. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu sagte, ich werde nicht eher mich vor der Strafe Allahs sicher fühlen, bis mein Fuß im Paradiesgarten eingegangen ist. Aber schaut mal bei uns, Alhamdulillah, Jannah, du machst recht, holst du raus. Du hast schon dein Ticket hier drin. Und Wallahi, wir betrügen uns selber. Wallahi, wir betrügen uns selber. Lasst uns mal aufschreiben, was wir an Sünden haben. Und wir schreiben auf, was wir an guten Taten haben. Wir werden bitterlich weinen. Aber Subhanallah, einer sagt, ich weiß nicht, welche Trauben ich essen soll im Paradies. Und wer hat dir gesagt, du bist im Paradies? Schaut mal, Abu Bakr as-Siddiq. Er sagt, erst wenn ich einen Fuß in das Paradies gesetzt habe, dann werde ich mich sicher fühlen vor der Strafe Allahs. Und dann kommt einer, der hat nicht mal ein Drittel von den Taten von Abu Bakr as-Siddiq. Und er denkt, er wird das Paradies bekommen. Aber wenn wir Abu Bakr as-Siddiq lieben, inshallah werden wir mit ihm im Paradies sein. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Al-Mar'u ma'man. Der Mensch ist mit dem, den er liebt. Liebe, sieh, du weißt genau, du wirst nicht die Taten von Abu Bakr machen können. Du wirst niemals die Taten von Abu Bakr machen können. Aber wenn du ihn liebst, dann wirst du mit ihm, bi'ibnillah ta'ala, zusammen sein. Schaut mal, subhanallah, er befürchtete, Abu Huraira radiallahu an, dass er zu wenig gute Taten vor Allah azza wa jal haben wird. Und wenn er diese Sorge hatte, wallahi, dann sollten wir uns auch Sorgen machen, liebe Geschwister. Und ich ermahne mich hier und meine Brüder, dass wir uns Wissen aneignen sollen. Denn das Wissen, was wir uns aneignen, wallahi, es wird ein Riesenschatz sein. Lerne, wie man richtig die Al-Fatiha rezitiert und bringe das so jemandem bei. Lerne, wie man Wudu, die Gebetswaschung, richtig
verrichtet, dann wirst du diesem Modo beibringen und jedes Mal, wenn er sich wäscht, steht das in deinem Lumbo. Jedes Mal, wenn er betet, steht das in deinem Lumbo. Jedes Mal, wenn deine Frau eine gute Tat gemacht hat, zu der du sie hingeführt hast, dann wird das in deinem Lumbo stehen. Deswegen sagte der Prophet, wer zu einer guten Tat ruft, man da ila al-huda, derjenige, der zu einer guten Tat ruft, er wird dieselbe Belohnung bekommen, wie der, der ihm dabei gefolgt ist, ohne dass ihm ein Hasana abgezogen wird. Subhanallah. Immer wenn du sagst, schau mal, Achi, da ist ein Dars, nicht von, ihr wisst schon, von den komischen Leuten, sondern wir reden von Leuten von Al-Sunnah wa Jama'ah. Da ist ein Dars, geh hin, er lernt was, das ist dein Gewinn. Achi, hier ist ein Buch, ein gutes Buch, ja. Nicht Seidenhaar und diese komischen Bücher, die in der Bücherei stehen. Sondern ein Buch von Al-Sunnah wa Jama'ah. Hier, nimm das, lies das, du wirst den Lohn bekommen. Immer wenn du etwas Gutes sagst, Achi, jetzt ist bald Ramadan, setz dich hin und mach Taube. Er macht Taube, das ist in deinem Lohnbuch. Wallahi, es sind wenige Worte. Aber wir sind zu faul um diese wenigen Worte. Ach, der weiß schon Bescheid. Er weiß schon, was soll ich ihm noch sagen? Allahu Akbar. Schaut mal diese Belohnung für diejenigen, die sich Wissen aneignen. Allah Azza wa Jalla sagt, يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ دَرَجَاتِ. Allah Azza wa Jalla, er wird diejenigen von euch, die glauben, und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, Rangstufen erhöhen. Ibn Abbas hat uns erklärt, was diese Rangstufen bedeuten. Es gibt 700 Rangstufen. Rangstufen. Im Paradies. Subhanallah. 700 Rangstufen. Wenn du zu den Leuten des Wissens gehörst, und du musst kein Alim sein, aber du hast dir einiges angeeignet und du verbreitest dieses Wissen. Es gibt 700 Rangstufen und von jeder Rangstufe zur anderen, es gibt 700, von jeder Rangstufe zur anderen gibt es einen Reiseunterschied von 500 Jahren. Allahu Akbar. Möchtest du das nicht? Eine Frage, du sitzt zu Hause. Und danach? Was hast du geschafft? Lies doch zwei Sätze, Wallahi, du wirst nicht hässlich. Du kriegst auch keine Pickel, wenn du gute Lektüre liest. Aber du wirst traurig werden, wenn du deine Zeit verschwendest. Deswegen, tu was Sinnvolles in deiner Zeit. Und lass diese Fernseher. Wallahi, dieser Fernseher, er sorgt dafür, dass du 50% mindestens deiner Zeit gestohlen bekommst. Shaitan liebt diese Dinge. Was läuft heute? Und was lief gestern? Und was läuft übermorgen? Es gibt einen, der holt sich Fernsehprogramm und einen Textmarker. Der macht Wochenprogramm. Ja? Von morgens bis abends, was er guckt. Allah muss da. Diese neue Götze des neuen Jahrhunderts, Wallahi, wir sollten sie so gut wie möglich meiden. Und beschäftige dich lieber mit den guten Taten. Und dann, liebe Geschwister, Subhanallah, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Der Vorzug von einem, der Wissen hat, von einem Diener, gegenüber einem, der Wissen hat, ist wie der Vergleich zwischen mir und einem einfach Betenden von euch. Allahu Akbar, was ist der Unterschied zwischen dem Propheten und einem einfach betenden Muslim? Sind das nicht gigantische Unterschiede? So ist der Unterschied von einem, der zwar Allah anbetet, aber nicht viel Wissen hat, zu einem, der Wissen hat. Allahu Akbar, liebe Geschwister. Und der Prophet Muhammad sagte, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-Jannah. Wer einen Weg einschlägt, wie du jetzt, um nach Wissen zu streben, so erleichtert Allah ihm einen weiteren Weg in das Paradies. Du bist hierher gekommen, Allah hat soeben einen weiteren Weg dir in das Paradies geebnet. Möge Allah Azza wa Jalla uns so viele Wege ebnen, wie es reicht für das Paradies. Wallahi, das ist das Schönste, was wir haben können in dieser Welt, liebe Geschwister. Subhanallah, und ich möchte bitte nur eure Aufmerksamkeit auf einen Punkt hinlenken. Schaut mal die Kuffar. Bauen sie nicht Bordelle? Und bauen sie nicht Spielcasinos? Und bauen sie nicht Dinge, die Allah Azza wa Jalla verflucht hat? Aber schaut mal, wie viel Kraft und Energie sie da reinlegen, richtig? Und die Gläubigen, wie viel Kraft legen sie rein? Ich habe gehört, wenn eine Moschee gebaut wird, Wallahi, du musst ihn mit einer Waffe bedrohen, dass er 2 Euro gibt. 2 Euro und dann ein Jahr macht er dir Vorhaltung. Ohne diese 2 Euro würde die Moschee nicht stehen.
sagte die ein Jahr lang. Was tun wir, um Gutes, wenn die Kuffar nur damit beschäftigt sind, das Schlechte zu verbreiten? Was für ein Ungleichgewicht gibt es dann auf der Erde? Nur Schlechtes. Und das Gute, was von uns kommen soll, wo ist das? Wo ist unser Einsatz? Wo ist unsere Kraft? Wo ist unsere Taqwa? Wo ist der Sinn unseres Lebens hier, wenn wir das verstreichen lassen? Und schaut mal, wie viele schlimme Orte die Kuffar geebnet haben und was wir gemacht haben. Ein Bruder sagte mir, er war in China. Alhamdulillah, da gibt es auch viele Muslime. Und er war dort in einer Stadt. Ihr müsst euch vorstellen, in dieser Stadt gibt es keinen schlimmen Laden. Ihr wisst schon, diese Bordelle. Keiner hat so einen schlimmen Laden, selbst die Chinesen nicht eröffnet. Als dort die Araber waren, sie waren die Ersten, die so einen Laden eröffnet haben. Wallahi, Allahu Akbar. Das ist die Sache. Wallahi, ist das nicht eine Demütigung? Die Kuffar selber, sie sagen sowas Widerliches. Und dann kommt ein Araber, der sich Muslim nennt und eine Brut für Shaitan aufmacht. Wo legst du deine Energie rein, lieber Bruder und liebe Schwester? Dann ein weiterer Punkt, der dazu führt, dass wir faul werden, ist, dass wir zu viele Sünden machen. Möge Allah unsere Herzen reinigen. Imam Ibn Qayyim rahimullah ta'ala sagt, derjenige, der Sünden macht, wird damit bestraft, dass er keine Kraft hat für die Ibadat. Je mehr Sünden du machst, umso mehr Energie nimmt Allah von dir, dass du weitere Ibadat machen kannst. Das heißt, je mehr du sündigst, umso fauler wirst du und siehst du das nicht selber. Wallahi, du machst 1, 2, 3. Deswegen sagte der Prophet Muhammad s.a.w. Iyakum, und er hat uns gewarnt, Iyakum wa muhaqqirati dhunub. فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى رَجُلْ حَتَّى يُهْلِكْنَا. Wehe euch und der Ansammlung, vor allen Dingen von kleinen Sünden, denn sie werden so viele werden, dass sie einen Mann zerstören von euch. Allahu Akbar. Und schaut mal, hier ein Blick, dort ein Blick, hier eine Zigarette, dort etwas Versautes, dort etwas Verbotenes. Die sammeln sich an, die Sünden. Wie viele sind das dann am Tag? 20, 50, 100, 1000, jeden Tag? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wehe euch und der Ansammlung von vielen Dingen. Du merkst das nicht mal. Dir entgeht das. Aber Allah lässt alles niederschreiben. مَا يَلْفِدُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Nichts tut er, außer dass zwei Engel dauernd bereit wären, alles niederzuschreiben, was er tut. Klein oder groß, das interessiert nicht. Allah lässt alles in einem Buch festhalten. Möge Allah uns ein sauberes Buch geben. Subhanallah. Schaut mal, liebe Geschwister, er hat dann 100, 500 Sünden jeden Tag. Und das zerstört ihn. Und er dachte, dieser 500. Blick auf die Frau wäre kein Problem, das dachte er. Dein Herz wird immer schmutziger und schmutziger. Und die Rostschicht über dem Herzen wird immer dicker und dicker. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Aber nein, dann hat sich eine Hülle über ihre Herzen gelegt, für das, was sie erworben haben. Ein Tafsir-Gelehrter sagt, du wirst so lange Punkte bekommen auf dein Herz, bei jeder Sünde, bis dein Herz verschlossen ist und dann wird Allah Azza wa Jalla es versiegeln. Und du siehst nicht mehr die Wahrheit. Oh Wallahi, rede mal heute mit ein paar Muslimen. Du sagst ihnen, ach, soll ich dir noch erklären, dass Allah existiert? Er sagte, ich bin nicht so überzeugt. Wisst ihr, woher das kommt? Von den Ra'an. Er weiß nicht mehr, was gut und was schlecht ist. Als Folge von was? Von seinen Händen, die dieses vorausgeschickt haben. Deswegen, liebe Geschwister, schaut mal, was der großartige gelehrte Imam Al-Thawri gesagt hat, rahimullah ta'ala. Er sagte, حُرِمْتُ قِيَامَ اللَّيْلِ خَمْسَةَ أَشْهُرْ بِذَنْبٍ أَذْنَبْتُ قِيلَ وَمَا ذَاكَ الذَّنْبِ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا يَبْكِي فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَذَا مُرَائِمْ. Er sagt, mir wurde für fünf Monate die Gnade genommen, Qiyam al-Layl, in der Nacht zu beten, aufgrund einer einzigen Sünde. Und jetzt hört, welche Sünde war das? Er wurde gefragt, welche Sünde war das, die dich 5 Monate davon abgehalten hat, in einer Zeit Allah anzubeten, wo andere schlafen. Er sagte, ich sah einmal einen Mann weinen und sagte nur zu mir selber, der macht Riya, der macht Augendienerei, das war meine Sünde. Er hat das zu sich selber gesagt. Und Allah Azza wa Jalla hat ihn daraufhin 5 Monate, und er ist Imam Thawri, Az-Zahid,
الإمام العالم. 5 Monate konnte er was nicht beten. Qiyam al-Layl. Allahu Akbar. Allah nimmt dir Gnaden, wenn du sündigst. Und Ibn Sirin rahimullah ta'ala, er sagte einmal zu einer Person, ja Muflis, oh du pleite gegangen, du Armer sozusagen, du Miskin. Er sagte daraufhin, nach 40 Jahren wurde ich bestraft für diese Sünde. Subhanallah, wallahi, Allah vergisst deine Sünden nicht. Deswegen, liebe Geschwister, sollten wir genau aufpassen, wie wir mit unseren Sünden umgehen, denn das ist ein Beleg dafür, dass du weniger gute Taten machen wirst. Und ein weiterer Punkt, der uns faul macht, ist, dass wir nicht den Tod gedenken. Je weniger wir den Tod gedenken, umso weiter wird unser Herz entfernt sein. Imam al-Qurtubi, rahimullah ta'ala, er berichtet von al-Daqaq, dass er gesagt hat, wer den Tod häufig gedenkt, man akthara min dhikri al-mauti ukrima bi thalatha. Derjenige, der den Tod häufig gedenkt, der wird durch drei Früchte geehrt. Der wird durch drei Vorteile geehrt. Welche sind das? Ta'jilu tauba. Er beeilt sich mit der Taube. Er weiß nicht. Der Tod, er ist nah. Der Todesengel, er klopft schon an meiner Tür. Ich muss bereuen, bevor dieser Todesengel meine Seele nimmt. Er bereut schnell. Und weiter sagt der großartige Gelehrte, und er wird Überzeugung im Herzen haben. Er weiß genau, was die Wahrheit ist. Und er weiß, was die Lüge ist. Und er wird viele Ibadat, viele Gottesdienste machen. Das ist, wenn er nur den Tod häufig gedenkt. Wenn er den Tod nicht häufig gedenkt, wallahi, sein Herz wird weit abrücken vom Gedenken. Lasst uns mal hören, wie der Tagesablauf von Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu ardaba. Mein Imam und dein Imam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte eines Tages: Man asbaha minkum al-yawma sa'iman? Wer von euch ist heute fasten? Qala Abu Bakr ana. Abu Bakr sagte: Ich bin heute fastend. Und wallahi, er sagte es nicht, um die Leute zu beeindrucken, denn Allah hat ihm bestätigt, dass er seine Taten nur für Allah macht. Aber er hat geantwortet auf die Frage vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann fragte er weiter, sallallahu alaihi wasallam, فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَ. Wer von euch hat heute schon ein Totengebet begleitet? Da sagte Abu Bakr, ana. Subhanallah, wieder Abu Bakr. Und dann fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا. Wer von euch hat heute einen Armen gespeist? قَالَ أَبُو بَكْرَ أَنَا. Und wieder sagte Abu Bakr, ich. Und dann fragte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا. Wer von euch hat heute schon einen Kranken besucht? Abu Bakr sagte, ich. Und in einer Überlieferung, das war zur Zeit des Fajr-Gebetes, zur Morgendämmerung, da hat er all diese Taten schon gemacht. Allahu Akbar, so hat der Tag von Abu Bakr al-Siddiq angefangen. Wallahi, er ist nicht mit Ungehorsamkeit später aus diesem Tag herausgegangen. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er diese Fragen gefragt hat, er sagte, ma ishtama'na fi imri'in illa dakhala al-Jannah. Diese 4 Eigenschaften, dass du, zählen wir auf, was? Einen Kranken besuchst, dann? Eine Janaza begleitest, ein Totengebet, da? Dass man einen Armen speist und? Und fastend ist. Wenn diese 4 Dinge an einem Tag von dir verrichtet werden, dann wirst du zu den Leuten des Paradieses gehören. Allahu Akbar. Hast du dir mal Mühe gegeben, diese 4 Dinge an einem Tag zu machen? Denke das nächste Mal, wenn du sowieso Montag und Donnerstag fastest, dann besuche auch einen Kranken, auch wenn er ein Kafir ist, das ist kein Problem. Wenn er ein Nicht-Muslim ist und du besuchst ihn, ist kein Problem. Du hast einen Kranken, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer von euch hat einen Kranken besucht? Dass du jemandem zu essen gibst, das muss jetzt nicht Menü 35 von irgendeinem Luxusrestaurant sein, sondern dass du ihm etwas Einfaches zu essen gibst. Subhanallah, wallahi, wo ist das Problem? Willst du nicht das Paradies? 4 Dinge, die nicht schwer sind, und du kriegst das Paradies dafür. Allahu Akbar. Schaut mal, wie die Salaf-Gelehrten waren, wie sie immer daran gedacht haben, ihre Taten zu vermehren. Und hier haben wir ein Beispiel. لَوْ قِيلَ لِحَمَّادِ ibn Salama. Wenn zu Hammad ibn Salama gesagt worden wäre, إِنَّكَ تَمُوتُ غَدًا مَا قَدِرَ أَنْ يَزِيدَ فِي الْعَمَلِ شَيْئًا. Wenn man zu Hammad
Ibn Salama gesagt hätte, du wirst morgen sterben, so könnte er nichts mehr an guten Taten hinzufügen, als das, was er sowieso immer gemacht hat. Das heißt, er ist bis immer an das Maximum herangegangen. Er hat immer die maximalen Taten gemacht. Er konnte nichts hinzufügen. Und einer, der Imam Ahmed, rahimullah ta'ala, 20 Jahre begleitet hat, er sagt, bei Allah, ich sah ihn jeden Tag mehr machen als den Tag zuvor. Und das 20 Jahre lang. So waren die Leute, weil sie gewusst haben, es gibt einen Tag, an denen sie zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren werden. Was sind noch Gründe dafür, dass man faul wird, liebe Geschwister? Wenn man sich selber lobt. Und es gibt viele Menschen, er sagt, mein Herz ist rein. Ich brauche diese guten Taten nicht zu machen. Hauptsache Allah weiß, dass mein Herz rein ist. Schaut mal, was Allah azza wa jalla sagt. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمْ بِمَنِ اتَّقَى. So erklärt euch selber nicht für rein. Sagt nicht über euch, ihr habt reine Herzen, während doch Allah es besser weiß, ob ihr reine Herzen habt oder nicht. Und wie kann man ein reines Herz haben, wenn man Allah nicht anbetet? Wie kann man ein reines Herz haben, wenn Allah dir befiehlt und du hörst nicht hin? Wie kann man ein reines Herz haben, indem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dir etwas sagt und es interessiert dich mehr, was ein Schauspieler dir sagt? Ist das ein reines Herz? Liebe Geschwister, subhanallah, wenn jemand sagt, ich bin gut, dann sollte die Antwort sein von uns, Allah weiß es besser, ob du gut bist oder nicht. Und dann kommen wir zu der Lösung. Wie können wir diese Faulheit bekämpfen? Wallahi, wir müssen sie bekämpfen. Nicht wir können oder sollten sie, wir müssen sie bekämpfen. Denn wenn wir diese guten Taten nicht machen, dann werden wir vor Allah Azza wa Jal leider keine Gewinner sein, liebe Geschwister. Wie können wir diese Faulheit bewältigen? Erstmal sollten wir wissen, die Faulheit darf nicht in unserem Herzen Platz finden, denn das ist eine Eigenschaft der Heuchler, wal-iyadu billah, diese Faulheit in sich zu tragen. Allah Azza wa Jal sagt über die Heuchler, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالَ. Und wenn sie zum Gebet aufstehen, dann stehen sie nur sehr ungern auf. Du brauchst einen Bagger, um sie zu ziehen. Er steht nicht von alleine auf. Das ist eine Eigenschaft von den Heuchlern. Schaut mal, subhanallah. Wenn einer hört, Allahu Akbar, Allahu Akbar, möge Allah die Stimme von unserem Bruder segnen, der er dann gemacht hat. Wie kannst du dann sitzen bleiben? Es müsste in dir kribbeln. Aber Allah ruft dich zum Gebet. Einer der Salaf-Gelehrten, er war körperbehindert. Und er hatte eine Entschuldigung, nicht in der Gemeinschaft zu beten. Die anderen kamen zu ihm, sie haben ihm gesagt, du brauchst dich nicht abzumühen. Er sagte, Wallahi, ihr werdet mich in der Moschee jeden Tag sehen, bei jedem Gebet. Denn ich höre den Gebetsruf und ich eile zu Allah, um ihn anzubeten. Und wenn ihr mich in der Moschee nicht vorfindet, dann bin ich tot. Und er konnte nicht laufen. Er wurde getragen. Du kannst laufen. Mashallah, schau mal deinen Körper an. Viel Kellogsmix gegessen. Aber dann beweg dich doch. Wozu das alles? Wozu bist du so stark? Für Allah. Du sollst für Allah Azza wa Jalla stark sein. Nicht um an einem gut geformten Muskelshirt reinzupassen. Nein, das ist nicht unser Bestreben, liebe Geschwister. Sondern wir sind stark für Allah subhanahu wa ta'ala. Und schaut mal, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in einer Überlieferung sagt. Er sagte, inna athqala salat ala al-munafiqina salatul isha wa salatul fajr. Die schwersten Gebete für die Heuchler, ist das Gebet in der Nacht und das Gebet, das heißt das Salatul Isha, und das Gebet am Morgen, das Fajr-Gebet. Das sind die schwersten Gebete. Und wenn wir wüssten, welcher Lohn für diese Gebete bereitsteht, wallahi, wir würden krabbeln zur Moschee, um diesen Lohn zu bekommen. Wir würden kriechen zur Moschee, um diesen Lohn zu bekommen, liebe Geschwister. Das heißt, es ist eine Eigenschaft von den Heuchlern. Möchtest du eine Eigenschaft von ihnen tragen? Allah Azza wa Jal sagt, inna al-munafiqina fi d-dark al-asfali min an-nar. Wahrlich, die Heuchler sind am tiefsten Grund des Bodens. Sie sind die schlimmsten Geschöpfe bei Allah. Willst du Eigenschaften? Ich sage nicht, dass du von ihnen bist, aber willst du Eigenschaften von dieser schlimmen Gruppe haben? Schaut mal, subhanallah, auch dass man immer tatkräftig ist, immer gute Taten macht. Abu Huraira berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Engel, sie haben Schichten. Sie haben Arbeitsschichten. Die Engel wechseln sich Tag und Nacht
ab, um immer bei euch zu sein. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zur Zeit von Morgengebet und zur Zeit des Nachmittagsgebets. Und nach dem Morgengebet steigen die Engel, die mit euch die Nacht verbracht haben, zum Himmel auf. Die haben bezeugt, du hast das Morgengebet gebetet, dann gehen sie mit deinen Taten zu Allah sallallahu. Sie steigen mit den Taten hinauf. Subhanallah. Allah fragt sie dann und er weiß es besser. Er weiß es besser, Allah subhanahu wa ta'ala. In welchem Zustand habt ihr meine Diener verlassen? Sie antworten, wir verließen sie, als sie beteten. Und wir kamen dann zum Nachmittagsgebet, die andere Truppe von den Engeln zurück. Sie waren immer noch betend, das heißt, sie haben Salat al-Asr gebetet. Die eine Gruppe von den Engeln bezeugt, du warst zum Fajr-Gebet da, du hast gebetet. Dann wechseln sie sich ab, die Nächsten, sie finden dich immer noch betend vor, obwohl du zwischen dem Fajr-Gebet und dem Asr-Gebet schon eine Zeitspanne hattest. Allahu Akbar. Aber die ganze Zeit haben sie bekundet und aufgeschrieben, dass du im Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala warst. Ibn al-Jawzi rahimullah ta'ala sagt, ich habe noch nie etwas Traurigeres gesehen, als eine Nation, Leute, dessen Bestrebungen aufhören, sie hören auf, Gutes zu tun, obwohl sie die Fähigkeit hätten, es zu tun. Möge Allah uns nicht von den Verlierern machen. Du kannst doch und du weißt, dass du kannst. Aber du willst nicht. Warum willst du nicht? Wenn ich dich frage, möchtest du das Paradies? Wallahi, du wirst mir keine andere Antwort geben, außer ja. Aber wo ist dein Beweis, dass du das Paradies garten möchtest? Inna sil'atallahi ghaliya. Inna sil'atallahi Al-Jannah, wahrlich, die wahre Allahs ist teuer. Was ist die wahre Allahs? Die wahre Allahs ist das Paradies. Ein weiterer Punkt, dass wir die Faulheit von uns weisen, liebe Geschwister, ist das Essen. Zu viel Essen. Und wallahi, das ist eine Krankheit von uns. Ein Bruder, er ging einmal zu einem Muslim. Und dieser Muslim ist etwas übergewichtig. Und er sagte ihm, Achi, nimm diese Tabletten statt das Essen. Weil er war schon sehr, sehr füllig gewesen. Nimm diese Tablette statt das Essen. Dann sagte der Muslim zu ihm, soll ich sie vor oder nach dem Essen nehmen? Die können sich nicht vorstellen, das Essen einzustellen. Wallahi, manche essen und für sie ist es eine Zeitverschwendung zu kauen. Das heißt, er inhaliert und schluckt nur. Wie ein Wal. Ist das eine Zeitverschwendung zu kauen? Aber wir Muslime sollten nicht so sein. Denn der Gläubige ist mit wie vielen Mägen mit? Sieben. Der sieben gesagt hat, der weiß genau, dass das Essen schmeckt. Mit wie vielen Mägen ist der Gläubige mit? Einem. Und der Käfer? Mit sieben Mägen. Zu wem willst du gehören? Achte auf das Essen. Wallahi, und wie oft ist es vorgekommen? Ihr kennt diese Architekten, die bauen sich ein Riesen-Sandwich mit vier Etagen. Unten Salami, dann die Remoulade und dann Tomaten, Gurken und diese ganze Gemüsepalette. Und oben, je nachdem, nach welcher Geschmacksrichtung sie gehen, von Kartoffelchips bis Schokoriegel reicht alles. Dann isst er diese zwei Sandwiches, diese gewaltigen Dinger und danach ist er platt. Dann liegt er so, wenn die Leute von dieser Greenpeace-Vereinigung ihn sehen würden, sie würden ihn ins Meer tragen. Weil sie denken, der wäre einfach. So liegt er da. Subhanallah, warum? Warum verdirbst du dir deine guten Taten, lieber Bruder und liebe Schwester? Sag mir das bitte. Wallahi, Allah hat dir Kraft gegeben. Allah hat dir Kraft gegeben. Wallahi, und es gibt Leute, Allah hat ihnen keine Kraft gegeben. Sie haben es noch schwerer als du. Aber schaut mal, Subhanallah, wir wollen immer, wollen, 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 aber wir tun nichts. Für das Paradies möge Allah uns vergeben. Shaitan, er bringt dich dazu, viel zu essen, damit du danach dein Muttergebet lässt. Und die letzten Gebete, die du machst. Warum? Weil er weiß, wie viel Lohn es dafür gibt, liebe Geschwister. Einer von den Salaf sagte sehr schön, man isst, um zu leben und man lebt nicht, um zu essen. Man isst, um zu leben. Das heißt, dass du überlebst, aber du lebst nicht, um zu essen. Es gibt Leute, die haben so einen Restaurantführer. Die gehen in 3, 4 Lokale am Tag. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Und danach, schaut mal, subhanallah, wallahi, und der Genuss, er ist sehr kurzfristig. Einer, habt ihr das auch mal erlebt? Ihr hattet Hunger auf was Besonderes. Sagen wir mal, Scampi in Knoblauchsoße. Natürlich, nachdem Escher-Gebet vorbei ist. Weil kein Knoblauch ist, sondern in die Moschee kommt. Du hast gegessen, aber nach einem Teller, was ist passiert? Es war normal für dich.
Aber subhanallah, wenn du nur wenig isst, wallahi, das Essen hat vollen Geschmack. Schau mal, wenn du fastest, du schmeckst das Essen. Du schmeckst die Hähnchenkeule und du schmeckst die Gurke. Aber manche essen so viel, für ihn schmeckt Corn and Beef genauso wie ein Schokoriegel. Der findet gar keinen Unterschied mehr. Warum? Weil, wallahi, dein Gaumen hat kein Interesse mehr. Deswegen, je länger, wallahi, faste, das ist schön, das ist schön. Und diese großartige Eigenschaft bringt dich dazu, auch gute Taten zu machen. Habt ihr nicht gesehen, dass im Ramadan viel mehr gute Taten gemacht wurden als in anderen Monaten? Wisst ihr warum? Weil man nicht die ganze Zeit vor der Dönerbude gestanden hat. Und danach, liebe Geschwister, auch eine Sache, um dir zu vergegenwärtigen, dass du die Faulheit eindämmen musst, verbring die Zeit mit Leuten, die tatkräftig sind, die sich bewegen. Denn wenn du mit faulen Leuten zusammenbleibst, du wirst genauso faul werden wie sie. Aber frage die Leute, die so viele gute Taten machen, warum? Warum kannst du und ich nicht? Frage ihn. Und er wird dir vielleicht eine schöne Antwort geben und du wirst demnächst auch können, liebe Geschwister. Wallahi, solange wir mit denen. Und ihr seht das, manchmal, man hat vor mit der Jamaa, man trifft sich mit ein paar Brüdern und sagt, okay, super, man legt den Koran hin, das Tafsirbuch hin und zum Schluss findet man sich wieder Jet Li Teil 4. Richtig? Warum? Weil man schnell vergessen hat. Man hat schnell den Lohn bei Allah Azza wa Jal vergessen. Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und er hat nur bei Allah Azza wa Jal Zuflucht gesucht vor Dingen, die schlimm waren. Er sagte, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. O Allah, ich nun suche Zuflucht bei dir vor der Unfähigkeit, etwas zu tun und vor der Faulheit. Er hat sallallahu alaihi wa sallam, habt ihr unser Geschäft vergessen? Sallallahu alaihi wa sallam, er hat diese Zuflucht bei Allah Azza wa Jal gesucht, weil er wusste, dass das eine Krankheit ist, liebe Geschwister, die sich in dem Herzen weiter fortsetzt. Und subhanallah, und damit beenden wir, liebe Geschwister, wenn du merkst, dass du voll geworden bist, dann finde keine Ausrede, indem du dir sagst, ja, ich habe letzte Nacht wirklich sehr viel getan, sondern sage stattdessen, ich habe zu viel Sünden gemacht und möge Allah mir vergeben, auf dass ich jetzt zu guten Taten eilen kann. Denn ja, Allah, du bist mein einziger Herr und du hast viele Diener und ich möchte dir beweisen, dass ich wirklich ein Diener bin, der dein Wohlgefallen erreichen möchte. Möge Allah Azza wa Jal uns sein Wohlgefallen erreichen lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns vergeben, unsere Sünden vergeben, die Sünden unserer Eltern vergeben, die Sünden unserer Lieblinge vergeben. Und möge Allah Azza wa Jal uns niemals auseinandergehen lassen bis zum Tode. Und möge Allah Azza wa Jal uns nicht eher von dieser Welt nehmen, bis dass er mit uns zufrieden ist. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von der Shaitan. Möge Allah dir alle vergeben, die mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.